Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich zeigen, wie man sich unter Adobe Premiere Elements in ein Video hineinzoomt, dort für eine bestimmte Weile verbleibt, um dann wieder langsam herauszuzoomen. Ich habe dafür von Pixabay ein Video heruntergeladen. Wir sehen das, in diesem Video gibt es keine Zoom-Effekte. Und genau die werde ich jetzt hier einbauen, sodass für einen bestimmten Zeitraum ich diesen Ausschnitt vergrößert sehe. Den Link zu diesem Video unter Pixabay habe ich in der Beschreibung angegeben. Ich gehe dazu für dieses Video auf diesen Button, um die bereits angewendeten Effekte, das ist der Bewegungseffekt und der Deckkrafteffekt, aufzurufen. Diese beiden sind immer automatisch aktiviert. Ich benötige hier den Bewegungseffekt. Und zwar Position und Skalieren. Ich muss aber nun dieses Menü erweitern. Das geschieht über Schlüsselbild, Bedienelemente einblenden. Das Menü wird erweitert und ich bin nun in der Lage, sogenannte Keyframes zu setzen. Zunächst suche ich mir über diesen Regler oder diesen Regler die Position aus, zu der ich mit der Vergrößerung beginnen möchte. Dazu nehme ich diese Position. Ich setze nun über diesen Button ein Positions-Keyframe und über diesen Button ein Skalierungs-Keyframe. Ich gehe nun zu der Position, bis zu der die Vergrößerung dann vollzogen sein soll, setze abermals zwei Keyframes. Jetzt kommt der Zeitraum, in dem die Vergrößerung andauern soll. Setze wieder zwei Keyframes und bis zu diesem Zeitpunkt soll dann das Ganze wieder auf 100% zurückgefahren sein. Wieder zwei Keyframes. Um von Keyframe zu springen, sollte man nun unbedingt über diese Buttons gehen. Es macht keinen Sinn, hier mit der Maus zu ziehen. Es ist sehr kompliziert, dann den Keyframe zu treffen und man hat sehr schnell Keyframes gesetzt, die man gar nicht möchte. Möchte man ein Keyframe wieder loswerden, so geht das mit der rechten Maustaste und löschen. Das werde ich jetzt allerdings nicht durchführen. Dann bin ich diesen Keyframe wieder los und kann einen anderen setzen. Escape. Ich befinde mich nun auf diesen Keyframes. Das sehe ich daran, dass hier in der Mitte das Feld grau unterlegt ist. Ich möchte nun, dass von diesem Keyframe bis zu diesem Keyframe das Bild von 100% auf 250 vergrößert wird. Hieran muss ich nichts verändern, aber hier setze ich nun die Skalierung auf 250. Return. Das Ganze soll andauern bis hierher, also bis zu dem Keyframe. Dort springe ich aber hin, setze wieder 250. Return. Und wenn die Vergrößerung zurückgenommen wird, dann bin ich an dem Keyframe, gehe dahin. Dort steht noch die 100, damit ist das in Ordnung. Ich kann mir jetzt vorweg das Ergebnis schon mal so weit ansehen. Man sieht, dass die Vergrößerung schon stattfindet und auch wieder zurückgenommen wird. Soweit, so gut. Nun habe ich aber nicht den Bildausschnitt erwischt, den ich gerne haben möchte. Dafür muss ich nun die Position verändern. Ich springe auf diesen Keyframe, diese Position bleibt gleich und wähle nun aus mit der Maus, welchen Bildausschnitt ich haben möchte. Die Vergrößerung habe ich ja schon vorgegeben. Ich möchte mir diesen Bildausschnitt ansehen. Nun sollte ich mir unbedingt diese beiden Zahlen merken, die brauche ich gleich noch. Denn diese Position soll ja nun bis zu diesem Keyframe gehalten werden. Ich springe rechts rüber, trage dort diese beiden Zahlenwerte wieder ein. Das waren minus 252, minus 252, halt, ich bin an der, ne, passt. Und es war minus 247,6, minus 247,6, Return. Diese Position und diese Position, die sind nun gleich. Ich werde jetzt aber sehen, dass das Ganze noch nicht so verläuft, wie ich mir das vorstelle. Denn hier wird jeder Schwenk, den ich vorhin mit der Maus gemacht habe, als ich dieses Bild bewegt habe, nachvollzogen. Ich möchte aber, dass das Bild
von dieser Position bis zu dieser Position ruhig bleibt. Dazu springe ich wieder auf diesen Keyframe zurück. Rechte Maustaste, zeitliche Interpolation, Hold. Schaue ich mir das Ganze jetzt an, so sehe ich, dass das Bild in Ruhe verharrt. Und jetzt wird das Ganze wieder auf 100% zurückgefahren. Das ist das gewünschte Resultat. Ich schaue mir einmal das ganze Video an. Zunächst in Originalgröße. Jetzt beginnt die Vergrößerung. Es bleibt dabei, das Bild ist stabil. Die Vergrößerung wird wieder zurückgenommen. Und ich könnte das Video nun entsprechend rendern. Ja, das war's zu diesem Thema. Ich hoffe, Sie konnten den Effekt nachvollziehen. Ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn Sie mir einen Daumen hoch geben und den Kanal abonnieren. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.